Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats. Doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Komm in die Hufe, Basim. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Du sagst, die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird.
Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Wo willst du denn hin? Hilfe! Hol die Schurta! Gebt Acht! Ich wurde bestohlen! Hilfe! Wache! Und dort drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Helft mir, bitte! Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Schön, dich zu sehen. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Amin, wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert?
Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Tzadiki. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige. Hallo, Bassem! Komm her! Fahmi! Bassem! Der Kalif ist gerade mit seinem Hofstaat angekommen. Hast du sie gesehen? Habe ich nicht. Aber dafür einige seiner Händler auf dem Marktplatz. Ich war ganz nah dran. El Mutawakkil ist viel, viel größer, als ich gedacht hatte. Ein wirklich riesiger Mann. Kein Wunder. Er schlägt sich den Bauch voll mit Speisen und Gewürzen, die wir, wenn wir Glück haben, einmal im Leben kosten können. Ich hörte Gerüchte über einen wichtigen Besuch. Aber ich kann nicht sagen, von wem. Ich habe Geheimhaltung geschworen. Lass mich raten. Von Halla, der Tochter des Palastwächters. Was? Woher wusstest du das? Ich weiß, wo du wirklich hingehst, wenn du sagst, dass du Wasser holst. Sie ist gütig. Dir eine gute Freundin. Und eines Tages vielleicht mehr. Ah, was? Ich meine es ernst. Sie wird dich von Ärger fernhalten. Das würde dir gut tun. Bis dann, Fahmi. Hast du was Gutes gestohlen? Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zu Saida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich habe gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschiert sind. Hatten die Schwerter und Speere? Natürlich. Das sind Soldaten. Ich würde gern ein Schwert stehlen oder einen Helm. Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt. Und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen. Wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Du bist auf dich allein gestellt.
Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Basim. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Basim. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Denk dran, nicht zu trödeln, ja? Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib Ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. Was? Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Verschlossen. Nicht mehr lang. Ah.
كذلك الغلام الصبي أتى. إنه ذكي جدا. ساعدني بشأن رحلة بطليموس التي أفاقتني الأمر. Ist da irgendwas? Was ist da los? Hä? Wer? Für Eindringling! Kein Entrennen! Du mehrloser Hund! Aber du kommst zurück. Und dann warte ich. Da. Ist es das, wonach ich suche? Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Griesgram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Du bist noch heil, wie ich sehe. Das war viel zu einfach. Wie der Gestank des Hochmuts aus deinen Poren. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Solltest einen besseren Lohn aushandeln. Psst. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen.
diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Chassis. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Händler abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Sollen wir dann den Winterpalast auskundschaften? Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Da bin ich anderer Meinung. Da ist er, der Winterpalast. Komm, hier lang. Ich folge dir. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute.
Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Es ist dunkel genug. Komm. Nihal! Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Drüben sehe ich ein paar Wachen. Offen, ja. Linsen mit Limettensaft, Granatapfel und Zitrone. Ich kann es schon schmecken. Ich hab was gehört. Ab jetzt, dachte. Ich möchte nicht länger als unbedingt nötig hier bleiben. Gäste gesehen? Seltsame Bühne. Halt bloß den Mund. Du lockst nur Ärger an, wenn du so redest. Ich frag mich ja nur, warum man sich so anzieht. Das ist ja kein Feiertag. Gut. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Dann sieh dich doch mal um.
Mach ein kurzes Schläfchen, aber nicht zu kurz. Hast du einen Schlüssel gefunden? Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm! Hier entlang. Der Kalif erwartet euch. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es lege mir fern. Das ist die Gelegenheit. Da kommt jemand. Hier lang. Sieht ruhig aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Schon für ein kleines Stück davon bekäme man einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich! Basim! Du hast nochmal als Marmit als Sassi. Marmit! Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid. Das ist deine Schuld. Nicht!
Bitte! Diebische kleine Ratte! Nein! Lauf! Nihal, warte! Vater! Lass den Burschen! Der Kalif ist tot! Hey, findet den Jungen! Krieg dir das Gebiet ab! Was hat sie sich gedacht? Ich muss sie finden. Sie ist bestimmt zu Hause. Das dauert nicht lang. Elender Feigling! Hör auf! Bitte! Was willst du von mir? Ruhig, Basim. Nihal? Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen. Ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was?
Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. Die Soldaten jagen alle, die wie ich aussehen. Wo sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Ich bin nirgendwo sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Deinen Blick ab. Wir hätten nichts tun können. Nichts? Wenn der Kalif noch lebte, wäre das nicht passiert. Pass auf wen du deinen anklagenden Finger richtest. Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Nur damit du deine schlauen Freunde beeindrucken kannst. Ich habe uns gerettet. Du hast ihn getötet. Das warst du. Es kam von dort drüben. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schnell! Alle sind tot. Obwohl ich es war, den sie bestrafen wollte. Ich darf nicht hier sein. Ich muss... Ist er das? Ich denke schon. Das reicht mir. Lauf! Was hast du vor? Nicht nachdenken.
neuer Tag. Eine neue Prüfung. Ich sollte zurück.